So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Samstag. Willkommen im Wochenende. Willkommen beim Dead Space Remake. Und hallo und herzlich willkommen, Ocelot und Geisterfuchs und Razzopaltorf. Willkommen, ihr alle im Samstag. Willkommen bei Dead Space. Wir haben ja letzte Woche einmal kurz Pause gemacht. Diesmal geht's aber wieder zurück auf die Ishimura. Und ich muss jetzt nur hier kurz nochmal den Spielton einstellen. Ihr merkt keinen Unterschied zur Musik. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Das hat Geisterfuchs schon vollkommen korrekt da bemerkt. Es ist alles ein und dasselbe gewesen. Es ist dieselbe Anspannung gewesen. Es ist, Das geht an die Nieren. Das geht an die Nieren, muss man schon sagen. So, dann werden wir mal kurz. Ja, da ist der Geisterfuchs schon ängstlich. Das ist, das geschieht dir ganz recht, ganz genau. Und mir wird es auch gleich ganz recht geschehen. Ich hab nämlich schon wieder Schiss. Ich hab ja so eine, also ich hab das Dead Space Remake ja noch nicht gespielt. Das mache ich ja jetzt hier erst im Stream zum ersten Mal mit euch. Aber ich kenne ja das Original. Ich kenne das Original ein bisschen, nicht so gut wie der Mr. Sweepy. Ich habe es nur zweimal durchgespielt. Einmal offline vor 12 Jahren, 13 Jahren, ich weiß es nicht. Und dann halt nochmal im Stream vor 3, 4 Jahren oder so. Und ich habe auch schon wieder die Hälfte vergessen. Aber ich kann mich an ein paar Sachen noch ganz gut erinnern. Und ich weiß, was noch kommt. Ich weiß, was noch kommt. Ich glaube, ganz die schlimmsten Stellen haben wir tatsächlich hinter uns. Aber ja. Da kommen noch ein paar. So, dann machen wir Continue. Und es bläst mir mal wieder die Ohren weg. Deswegen mache ich für mich mal wieder das Spiel etwas leiser. Für euch bleibt es gleich laut. Wenn es trotzdem zu laut, zu leise sein sollte, wenn ich zu laut, zu leise bin, sagt Bescheid. Das ist der Moment, in dem ich es dann ändern kann. Dank euch. So. Also. Fixte Comrades. Gut. Ich glaube ganz. Wie sieht's denn hier im Inventar aus? Wir haben ein bisschen Plasma-Cutter-Munition. Okay. Ich glaube ganz, das letzte Mal hatten wir ein bisschen Probleme gehabt mit der Munition. Das Bad Ending mit der H-Scene. Was ist denn die H-Scene? Es gibt tatsächlich wohl ein Bad Ending, aber das gibt es tatsächlich wohl nur, wenn du es bereits einmal durchgespielt hast. Der Sweepy hat es mal gemacht. Ich kann nicht über das Emote drüber gehen, Geisterfuchs, um zu erkennen, was du mir damit sagen willst. Du musst dich da anders artikulieren. Mhm. Aber darf ich mal, hier, ganz ehrlich, ich fand das schon hier im Original, fand ich das schon einen ganz fantastischen Raum, der super atmosphärisch war. Ich bin hier immer mit so einer Angst durchgegangen, weil das Ding halt so weitläufig immer gewirkt hat und so leer und es sieht so gut aus, dieses Remake. Es ist unfassbar. Und guckt mal hier, wie dreckig die Fensterscheiben sind. Das ist unfassbar. Diese Details. Und diese Schatten, die Schatten sind halt echt gut. Beware, the Lord of the Land approaches. Und guten Abend, Jorinde. Willkommen im Wochenende. Willkommen im Samstag. Willkommen beim Dead Space Remake und meiner kleinen Schwärmerei. Darüber, wie fantastisch dieses Spiel einfach aussieht. Es ist unglaublich, wie gut das aussieht. Man muss ja aber tatsächlich sagen, dass die ganzen Remakes größtenteils fantastisch aussehen. Weil das Final Fantasy VII Remake sieht ja auch ganz, ganz hervorragend aus. Hat auch ein paar kleinere Problemchen. Hat mir aber auch sehr gut gefallen. So, müssen wir da jetzt rein. Okay, gucken wir mal, ob wir hier angegriffen werden. Nee. Gut, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. So. Wir können nichts machen, weil wir keine Notes mehr haben. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann geht's einfach mal weiter. Habe ich eben gerade was gehört? Nehmen wir mal sowas Spitzes mit.
Wir müssen anscheinend ins dritte Stockwerk. So. Dauert. Brauche ich jetzt so eine Fahrstuhl-Dudel-Musik? So, da müssen wir durch. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nö. Hier waren wir doch aber schon mal. Und ich habe da doch eben gerade was gehört, als ich in dieses Menü rein bin. Da höre ich jemanden. Gott. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle gerade. Da war ich zu nah. Hm? Ah, er hat es gemerkt, okay. Ja. Was? War laut. Es war laut auf dem Tisch? Ja. Okay. Wo mache ich das? Moment, ich muss gerade nur die Vibrationsfunktion ausstellen. Ja, ich bin ja schon dabei. Wo ist das? So. Gut. Dann neuer Versuch. Okay, oder wir versuchen... Moment, wir nehmen nochmal von da oben. Da waren doch noch so Explodierdinger. Mal gucken, ob wir da eins davon mitnehmen können. Aufzug, der braucht. Gerade habe ich kurz einen Schreck bekommen. So, oder wir nehmen das damit. Das ist natürlich noch besser. Das ist ja viel besser.
Da wollte ich doch aber gar nicht hin. Da wollte ich hin. So, weil vielleicht können wir jetzt dieses erste Vieh... Aber dass da zwei sind und die fressen immer so viel Munition. Aha! So. Gut, neuer Versuch. Das lief so viel besser. Meine Güte, lief das besser. Ich glaube, mein Problem ist, ich ziele zu sehr in das Vieh rein und ich muss die Tentakel am Rand mehr erwischen. Weil selbst wenn ich die Tentakel in der Mitte treffe, zählt das irgendwie nicht. Oder die haben da einfach eine größere... Rüstung oder so ein Krempel. Ja, da ist noch so ein Vieh. Wir haben aber hier noch sowas Spitzes. So, komm her, komm, komm. So. Okay, Plasma-Energie, sehr schön. Gut. Wo müssen wir lang? Wo ist denn da lang? Was ist hier? Ach, da, hier waren die, die Secrets. Die Viecher hier haben sich... Ja, ich erinnere mich. Ich kann mich wieder an... den Gang hier erinnern. Ja, okay, nehmen wir das da... Ja, das hätten wir auch mitnehmen können. Damit hätten wir das da hinten besser erledigt wahrscheinlich, aber okay, ist halt jetzt so. So, da müssen wir hin. Gut, hier ist ein Speicherpunkt. Da ist ein Vieh! Da ist ein Vieh. Und zwar eins von den ganz, ganz blöden. Kommt das hier rein?
The Valor's in a holding position. How's the comms array? Fry, someone hotwired the dishes together and blew out the system. So we're screwed. No, it was sloppy work. Some of the dishes are intact. If I replace them and create a new circuit with no gaps, we could broadcast a signal. Short range only, but it should work. Okay, do it. I'll, keep an eye on things here. Okay. Unsent message retrieved from array buffer. Progress report, Captain Benjamin Mathias to Paragon Jordan, Una. This will be my last transmission. Afterwards, I'll make sure our pilgrimage can be completed without interference. We have successfully brought the Holy Marker on board. Na toll. Dr. Kine, an expert on the original marker, is deciphering its secrets. Forgive me for quarantining you just 7. Director Eckhart's work may have been inconvenienced, but they're suffering some sort of epidemic. Regardless, Planet Crack begins tomorrow on schedule. CEC can scratch out its illegal operation now that the true prize is ours. Let's see EarthGov try to cover this up. Altman be praised. Der blöde Altman. So. Hier würde ich gern... Ja, ich gerade ein bisschen hängen geblieben. Hier kommen wir rein. Ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts mehr drin. Nee. So, dann speichern wir nochmal. Ist hier eigentlich irgendwas? Ja. Audiolog. Communications log. First comms operator Bailey reporting. I want this on record. The ship is under attack, but Captain Mathias has refused to issue a distress call. And we all know why. This whole operation is illegal. Aegis 7 was sealed off. They knew it, we knew it, and we all kept our mouths shut. That ends now. Mayday, mayday, mayday. This is USG Ishimura calling C. Wait, what the hell? Jesus. He took the whole comms array offline. It's over. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Gut, da haben wir so eine Seitenquest, da hatte ich jetzt erledigt. Ja, in dem großen Raum, das wird jetzt gleich auch wieder unschön. Und wir haben nicht wirklich viel Munition. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ja. Was?
Wieso treffen die... Okay. Ich höre den doch. Loot. Wo ist Resident Evil 4? Bei dir im Stream, Sweepy. Und guten Abend. Willkommen im Samstag. Willkommen im Wochenende. Willkommen bei Dead Space Remake 4. Ja, okay, das war Blödsinn. Schön wär's, da muss ja Elden Ring spielen. Du musst nicht Elden Ring spielen. Also, ganz ehrlich, also ich möchte da natürlich nicht reinreden, aber du streamst ja im Prinzip genauso lang wie ich, nur auf einen Tag. Also ich stream halt verteilt von der Menge her. Und du könntest genauso gut einfach deinen Stream ja teilen in der Mitte. Dann spielst du eine Hälfte Elden Ring und die andere Hälfte spielst dann Resident Evil 4. Also das nur als Idee. Also im Prinzip wie bei deinen Backlog-Days schon mal. Entering zero gravity. So, war hier jetzt noch irgendein Vieh? Oder haben wir alles? Nee, Elden Ring muss endlich weg. Aber, also ich... Sweepy, ich möchte dir da jetzt keine Angst machen, aber du bist noch ein bisschen bei Elden Ring beschäftigt, glaube ich. Aber das RE4 Remake wird es bestimmt auch irgendwann noch auf den Kanal geben. Ja, ja, ich hoffe es, aber eventuell ja vielleicht, nachdem ich es gespielt habe. Ich weiß, darum muss es endlich weg. Ja, oder du machst es einfach ganz entspannt, indem du was nebenbei noch mit... gleichzeitig streamst. Weil da hast du gar nicht dieses es muss weg, sondern dann spielst du einfach und hast Spaß dran. Und ich glaube, Spaß dran haben ist toll. So, hier fliegen wir mal ein bisschen rum. Also dieser Line Rack ist halt auch schon ziemlich gut. Amello ist gut als Ausgleich. Hm, ja, also ich finde, dass Amello weniger ein Streamspiel ist. Aber... okay. Wir müssen also hier... den Strom wieder machen. Gut. Wir haben... Das war doch irgendwie so, dass es hier funktionieren. Mir doch egal. So. War es nicht irgendwie so, dass es ein paar gab? Also zumindest im Original, die kaputt waren. Und ein paar, die funktioniert haben. Okay. Ah, ja. Ja, ja. Ah. Ich glaube, jetzt verstehe ich das hier. Das bedeutet, wir müssen... wo müssen wir hin? Ach, wie war denn das nochmal?
Ich glaube ganz, ich musste zuerst. Ich habe vorhin nicht aufgepasst. Muss ich den äußeren Ring? Ja, okay, das steht da nicht. So. Naja, bei dir stellt sich wieder die Frage, Remake oder Original, wobei ich bisher das Original empfehle. Ja, ich glaube, bei mir wäre auch das Original zuerst dran, hast du vollkommen recht. Rätseltime, genau. Hervorragend, meine Lieblingsmomente. Kann sich ja nur um Stunden handeln. So, das Ding ist kaputt. Was muss ich denn da? An der Stelle habe ich auch immer im Original dann gehangen, weil ich nicht genau wusste, was zu tun war. Oder wir müssen es einfach in die Mitte reintun. Ah, da liegt ja was. So. Also ich glaube ganz, wir müssen das da oben ja eigentlich mit Strom versorgen, ne? Aber wir machen erstmal hier die ganzen kaputten Dinger raus. Okay. Naja, das Problem ist, wir können nicht. Muss ich eventuell einfach nur? Verbinden mit der Mitte. Probieren wir das doch einfach mal. Yay, und es gab ein Rätsel im Vierer Remake, da dachte ich mir, ach, da hätte Jumapi seine Freude dran. Ich habe mit jedem Rätsel meine Freude. Rätsel sind meine Lieblingsmomente in Spielen, wie ihr wisst. Habe ich eben gerade einen Necromorph gehört? Nee, oder? So. Es ist ein wenig irritierend mit. Dem. Hoch, runter, dreidimensionalen Krempel. Ich habe die Orientierung verloren. Mal wieder. Okay, das ist es nicht natürlich. Komm her. Komm her. Ist das. Ich sollte mich wieder so drehen. So. Jetzt haben wir fast.
müsste das doch jetzt eigentlich... Ah, nee. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich verstehe. Okay, also wir haben... Welche müssen jetzt hier aktiviert werden? Die in der Mitte sind drei Eingänge. Das ist der da. Und gehen wir mal einfach... Und da entlang. Es ist halt auch noch ein 3D-Puzzle. Na okay, das war wahrscheinlich doch Quatsch. Oder wir machen das da mal. So. Wir haben hier zwei Ausgänge. Nutzen wir die mal. Wir gehen einfach jetzt mal Stück für Stück vor. So. Was haben wir hier? So, und du kommst da drüben mal dran. Es hilft nicht, dass man die ganze Zeit sich wieder dreht. Ah, das war Quatsch, okay. Ich drehe mich da nicht wirklich. Ja, ich schon. Wie du siehst. Okay. Da drüben will ich hin. Aber das haben wir ja schon festgestellt, dass du kein Problem mit den Flugsequenzen hast und ich tatsächlich das Fliegen im Remake nicht gut gelöst finde. Da kriegst du ja einen Drehwurm. Ja, sag ich ja. Ja, das ist ja blöd. Das ist ja nicht, wie ich das will. So. Die dreht, das dreht sich auch falsch, okay? Ich finde es auch nicht gut gelöst, nur besser als im Original, aber schlechter als in Teil 2. Was, in Teil 2 war es sehr, sehr viel intuitiver. Und nee, ich finde tatsächlich, dass wie sie es im Original gelöst haben mit dem Anvisieren vom Boden und diesem Hin- und Herspringen, fand ich besser gelöst tatsächlich. Aber das ist ja Geschmackssache. Oder müssen wir nur eine Verbindung herstellen? Dann müssten wir jetzt nur noch... Das hier ist aber eine gerade Linie.
Ah, da drüben ist aber ein Ding. Nee, das brauchen wir nicht. Komm her. Komm. Komm. So. Macht das was? Communications Array realigned. Ready to transmit. I think you got it. Try opening a channel to the Valor. Okay, also war es weniger kompliziert, als ich eigentlich gedacht hatte. Ich habe gedacht, ich müsste da mehrere verbinden. Aber dem war wohl nicht so. Okay, dann. Exiting zero gravity. Hallo? Nein, ich will nicht das Ding, ich will das Ding. So, speichern wir mal. Ja, das ging ja dann schneller, als ich befürchtet hatte dafür, dass das eine Rätselsequenz war. SM Valor, broadcasting on all frequencies to USG Ishimura in response to your SOS. Bleibt weg. We picked up your escape pod number 47 and are en route to your position. This message will repeat every 30 seconds until you respond. Bitte nicht bitte wegbleiben. The escape pod. Oh fuck, the pod Hammond jettisoned. It had chip. That creature was inside. No, 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 no. USM Valor, come in. Come in, Valor. Oh, her signal isn't strong enough. Can we deploy the long-range antenna? No, something's blocking the blast doors over the comms array. The hell? There'll be a manual release over at maintenance. I'll go. Keep trying to reach them. So. Nochmal abspeichern. Ich hatte übrigens überlegt, dass man nur so nebenbei, ob wir mal wieder, nachdem ja Hades 2 irgendwann demnächst mal rauskommt, ob wir mal wieder Hades an einem Freitag einfach so dazwischen schieben. Das kann man, glaube ich, immer wieder schön machen. Und ich habe ja immer noch so ein paar Hades-Runs zu machen. Ich finde das Fliegen super zum Zugucken bei Jammer. Ja. Ja. Ui, fröhliches Gemetzel. Ganz genau, Kalefei. Und hallo und herzlich willkommen im Freitag. Im Samstag. Es wäre schön, wenn es noch Freitag wäre. Willkommen im Wochenende. Willkommen beim Dead Space Remake. Und ja, es ist ein sehr fröhliches Gemetzel. Wir hatten noch eine sehr, sehr fröhliche Musik am Anfang. Das ist Geisterfuchs schon positiv aufgefallen. Und ja, wir sind gut dabei. So, guten Tag. Ich habe ja immer die Angst, dass in so einem Bonusraum doch nochmal Viecher auftauchen. Ja, da ist wohl nix. Aber da ist Plasma-Cutter-Munition. Das ist schon mal sehr schön. Ja, Freitagabend finde ich auch besser, vor allem, weil sie uns dieses Wochenende ja noch eine Stunde... Ist das morgen?
Ist morgen Zeitumstellung. Ich habe gedacht, das ist noch vor uns. Och nee. Wir haben morgen Zeitumstellung. Ja. Nee. Es ist auch noch vor uns. Oh Gott. Ja, es ist noch vor uns, aber ich habe gedacht, es wäre noch weiter entfernt. Es gibt Zeitumstellung ist somit eine der dümmsten Sachen, die es gibt. Und das ist ja sogar eigentlich mittlerweile sogar durch Studien belegt. Und ach. Es ist einfach dumm. Es ist nicht nett, mich daran zu erinnern, Kehlefall. Ja, Note. Ripper Plates nehme ich auch immer wieder gerne. Hm. Und eigentlich war doch auch entschieden, das abzuschaffen, oder irre ich mich? Ja, du irrst dich leider nicht, Jorinde. Aber da es einige EU-Staaten, glaube ich, nicht hinbekommen, ist das halt immer noch so. Es tut mir leid, ich dachte, du wüsstest das. Nein, ich habe es offensichtlich verdrängt. Ich glaube, sie können sich aber nicht darauf einigen, welche Zeit man denn nun nimmt. Genau. Wäre mir ja scheißegal, welche Zeit. Ich auch. Hauptsache weg. Also ich habe natürlich meinen Favoriten bei der Zeit. Also welche Zeit ich gerne hätte. Und ich glaube ganz, das ist tatsächlich nicht die richtige Zeit, die ich gerne hätte. Aber von mir aus ist die andere auch in Ordnung. Aber Hauptsache keine Umstellung mehr. Ich fühle mich, ich bin immer 2, 3, 4 Wochen danach echt neben der Spur. Immer. Ich glaube, da gibt es irgendwelche wirtschaftlichen Gründe. Meinst du wegen der Zeitumstellung oder was? Oder meinst du, worauf sie sich einigen? Der alten Sonnenuhren wegen Winterzeit, aber so wichtig ist das nicht, ja. Mach mal Zeitumstellung mit Babys und Kleinen. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist... Zeitumstellung ist halt wirklich... Es ist nicht mehr zeitgemäß auch. Es ist einfach Blödsinn. Das brauchst du nicht mehr. Das war vielleicht mal früher notwendig, als du noch kein elektrisches Licht hattest und dann deswegen möglichst viel Tageslicht nutzen wolltest. Aber es ist ja unnötig mittlerweile. Es ist... Und ich glaube, selbst dann bringt es nicht viel. So, Personal Log, E. Bailey, First Comms Officer, our visitor, it happened again. Third time in the last, however long it's been. I came in after shift and found Rousseau at the transmitter again. They looked like hell. I don't know if they'd ever... if they'd even slept since the last time I caught them in here. Not very reassuring to see the chief engineer in that state. Rousseau didn't hear me come in, so this time I just listened. They were talking to the relay crew again. Talking, then listening. They even laughed. God, how long it's been since anyone on this fucking ship laughed. I know I should say something to engineering. I've already told Rousseau over and over that we don't have a comms relay crew, that the array is broken beyond repair, that no one is coming to save us, and they listen. But it's like they can't keep those thoughts in their head, as if it's too much. I get it. Everything on this ship is too much. So this time I just let them talk. If a broken transmitter and a mic full of static gives them something to hold on to, maybe even helps them to keep the ship running a little longer, who am I to judge? And yeah, maybe I've talked into the same transmitter myself once or twice after hours, just in case. Like that poem says, hope sings the tune without the words and never stops at all.
Meine mich zu entsinnen, dass es irgendeine Richtung, Gründe in der Richtung gab, weswegen man sich nicht darauf einigt, welche man denn nun nimmt. Ist ja eigentlich zum Ersparen von elektrischem Licht eingeführt worden. Vorher gab es dann. Ich bin mir nicht sicher, geht es nicht auf Benjamin Franklin zurück? Ich dachte, es ging nicht um das Einsparen von elektrischem Licht, sondern von Kerzen, dachte ich. Und ich dachte, das wäre eine Sache von Benjamin Franklin gewesen. Aber möglicherweise bin ich da total falsch. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wie so häufig, es gibt so ein paar Standardantworten, die du immer machen kannst, wenn du etwas nicht weißt. Und mein Anglistik-Prof hat im Studium mal gesagt, wenn sie die Antwort in der Prüfung auf etwas nicht wissen, dann gibt es immer zwei Antworten, die sie probieren können und da liegen sie damit häufig richtig. Die eine Antwort ist die Bibel, die zweite Antwort ist die Französische Revolution. Und die dritte Antwort ist wahrscheinlich Benjamin Franklin, weil Benjamin Franklin unwahrscheinlich viel gemacht hat. Aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das nur so mein Standardding. So. Weil ich dachte, es ging nicht um elektrisches Licht zum Einsparen, sondern um Kerzenlicht. Und dass man halt wirklich das Tageslicht nutzen kann. Weil das Ding ist halt, dass du nicht mehr elektrisches Licht einsparen kannst eigentlich, weil es nicht mehr einfach so ist, dass abends tatsächlich das elektrische Licht ausgemacht wird. Es wird ja trotzdem angelassen. Die ganzen Shops, also die ganzen Läden, die haben ja ihre ganzen Fenster da beleuchtet und so. Das ist ja Blödsinn. Damit muss man mal aufhören. Zum Beispiel. Dann würde sowas auch wieder Sinn ergeben, solange man das aber nicht hat. Ist ja vollkommener Unsinn. Ja, Reload brauchen wir nicht. Eventuell machen wir im Ripper weiter. Ah, ich weiß nicht, ob das Ricochet so gut ist. Also, soweit ich weiß, in Deutschland erst ab 1980, echt? Ich dachte, das wäre wirklich schon eine lange Sache, die halt, wie gesagt, auf Benjamin Franklin, das ist halt schon ein bisschen länger her, zurückgeht. Ich befrage mal das Internet. Ich bin gespannt. Also schreib es gerne rein, weil ich wüsste es auch gerne. Ich bin wirklich unsicher, woraus zurückzuführen ist. Vielleicht ist es auch regional unterschiedlich. Vielleicht ist es in den USA Benjamin Franklin gewesen. Die haben das da schon seit Benjamin Franklin halt. Was halt schon ein bisschen länger ist. Und bei uns erst ab 1980. Bei uns kommen die Sachen ja immer ein bisschen später, ne? Wäre ein bisschen traurig. So, wir müssen da lang. Aber hier war doch auch irgendwie. Ah, nee. Da geht's. Ah, da ist ja was. Hallo. Gut, dann speichern wir nochmal, bevor wir das wieder vergessen. Aber Benjamin Franklin ist wirklich sowieso eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist auch sehr, sehr interessant zu lesen, was er alles geschrieben hat. Das war ein sehr, sehr spannender Mensch. Der wirklich. Das war halt wirklich ein Allround-Genie. Das ging ja nochmal gut. Mistviecher. Das sind wirkliche Drecksviecher, diese Dinger. Ich mag den Ripper. Also gerade wenn man auf so relativ große Nähe kämpfen muss, ist der Ripper halt wirklich sparsam. Okay, wir müssen da hoch, aber wir gucken erstmal hier rein. Das ist ein Shop. Weapon Upgrade. Für den Plasma Cutter! Ja, dann.
Plasma, ja. Jamapi mag einen Serienkiller. Nein, ich mag den Ripper als Waffe. Ich schieße gerne mit einem Serienkiller. Okay, ist kompliziert. 1916 wurde sie durch Energiekrisen nach dem Krieg eingeführt, dann 1949 abgeschafft und am 6. April 1980 wieder eingeführt in Deutschland. Kannst du mal auch gerade gucken, wie es in den USA war? Das interessiert mich nämlich auch. Plasma Cutter Upgrade Graph Extended, New Special Ability now accessible. Okay, ich glaube, das müssen wir halt natürlich machen, ne? Was macht er dann? Melee Attacks can knock enemies prone. Weiß ich noch nicht mal, ob das so gut ist. Ich habe halt nie wirklich mit Melee Attacks gearbeitet, aber vielleicht machen wir das mal im Remake. Warum nicht? Warum nicht? So. Früher als in den meisten anderen Ländern wurde die Sommerzeit bereits 1784 von Benjamin Franklin ins Gespräch. Ich wusste es, ich wusste es. Ah, ich bin so stolz. Umgesetzt wurde sie allerdings erst 1918. Okay, spannend. Okay, aber er hat die Idee gehabt, aber es wurde da noch nicht eingeführt. Okay, während des Ersten Weltkriegs, habe gerade gelesen, sie wurden noch nicht wieder abgeschafft, weil die Staaten einfach bis jetzt, seit 2021, noch keine Erklärung abgegeben haben, welche Zeit sie denn gerne hätten. Das liegt also gerade auf irgendeinem Schreibtisch und setzt da Staub ein, wie so häufig bei diesen Dingen. Hervorragend. So, wir können jetzt einfach mal eine Note kaufen. Und dann holen wir uns mal dieses Upgrade für den Plasma-Cutter. Und wir leiden drunter, natürlich. Weil irgend so eine Flachpfeife nicht beikommt. Also manchmal denke ich mir wirklich, was für inkompetente Leute auf ihren Dingern da hocken. Und warum anderen Leuten immer wieder gesagt wird, ja, da müsst ihr schneller sein. Aber bei solchen Sachen, nein. Das ist unfassbar. So, wir probieren das jetzt einfach mal. Melee Attacks can knock enemies prone, okay. Mal gucken. Wir probieren das mal aus. Vielleicht können wir damit auch ein bisschen was sparen. Oder wenn es ganz verzweifelt wird, einfach dann mal Viecher weghauen. Vielleicht geht dann sogar ein Melee-Only-Run. Hallo? Okay, probier mal. Au. Okay. Okay, das laden wir aber nochmal neu dann. Ja, oder so. Okay, der hält natürlich einiges aus. Ich wollte einfach nochmal gucken. Aber es funktioniert gar nicht mal so schlecht, finde ich. Der hält halt einfach wirklich viel aus. Wahrscheinlich geht es wirklich nur darum, um ein bisschen Crowd Control zu machen, um den wegzuhalten oder so. Vielleicht klappt das dann besser. Ich bin für eine Petition. In Deutschland abschaffen aus Sommerzeit stellen, wenn die anderen Länder dann irgendwann die andere Zeit wählen, haben wir noch eine Umstellung irgendwann. Ja, ja, gar nicht mal so verkehrt.
Leute, das ist doch... Oder die Russen entscheiden in 2 bis 3 Jahren. Ich hoffe nicht. Ah, da waren Blutspuren an der Decke gerade. Spannend. Nicht gut. Das klingt nicht gut. So. Wo müssen wir entlang? Hier rein, aber gucken wir erstmal hier hinter. Ja, weil da nämlich ein Note ist. Das ist sehr schön. Die Geräuschkulisse gefällt mir mal wieder nicht. Okay, wir müssen halt an der anderen Seite, aber ich wollte einfach mal gucken, ob hier irgendwas ist. So, dann speichern. Ah, das ist ja noch was. So. Mal gucken, was haben wir denn eigentlich im Inventar? Wie sieht's denn da aus? Sieht's relativ voll aus. Nein. So. Long range antenna. Error. Blast doors obstructed. Please contact a repair technician. Ja, ich bin einer. Hallo. I still can't reach the Valor. What's happening with the antenna? It's blocked by... It's the Leviathan. It must have snagged on the comms array after we spaced it. It's not coming off without a fight. Isaac, there's no time. There is if I use the ADS cannons. Manual targeting like before. I can shoot it right off the hull. I got this. You focus on the Valor. Okay. Das ist, glaube ich, im Original nicht so, oder, Sweepy? Zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass der Leviathan da nochmal aufgetaucht ist. Aber vielleicht habe ich so falsche Erinnerungen. Doch, doch, da hast du ihn ja wie die Meteoriten weggeballert mit den Kanonen. Echt? Echt? Es gab 2 solche Sektionen. Ja, viel Munition habe ich nicht. Ich glaube, die muss ich mir holen. Ja, ich glaube, ich brauche neue Munition. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Ja, hervorragend. Na gut, dann müssen wir halt raus. Achso, ja. Au. Ach. Hallo. Hallo.
Wo ist hier... Das war knapp. Au! Warning. ADS cannon destroyed. Oh! Manual targeting enabled. Okay. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Ah. Ah, da hinten ist noch eins. Was? Manual targeting enabled. Ah, geh weg. Geh weg. Auch Sauerstoff. Sauerstoff. Okay, ich glaube, das überleben wir nicht. Warning. ADS cannon destroyed. Was? Wo ist denn die nächste? Der hat was Cthulhuiges mit dem Mündern und dem apomorphen Aussehen. Ja, sowieso. Also ich finde, Dead Space hat eine super Cthulhuide Atmosphäre eigentlich. Ein Computer sagt nein. Wieso Computer sagt nein? Ach so, weil ich nicht rausgekommen bin. Ja, okay, aber immerhin, ich brauche halt tatsächlich keine Munition mehr an der Stelle. Das stimmt schon. Das stimmt. Okay, aber immerhin wissen wir jetzt, was zu tun ist.
Übrigens, dieser Bosskampf ist eine große Sorge für den No-Death-Run. Ich mag den überhaupt nicht. Wenn man nicht aufpasst, dann kann man sehr schnell sterben. Ja, ich finde, aber also ich würde gerne ein bisschen gelobt werden. Ich finde, ich habe das gar nicht mal so verkehrt gemacht an der Stelle gerade. Dafür, dass ich keinerlei Ahnung hatte. Und natürlich mal wieder das falsch erstmal gemacht habe. Es war richtig gut. Ich habe mich viel schlechter angestellt. Okay, da kommt der nächste. So, jetzt nehmen wir Sauerstoff mit. So, geh weg. So. Warning. ADS cannon destroyed. Au! Ah, ich häng fest! Nein! Ah. Nein! Es lief so gut! Jetzt müssen wir doch darüber. Warning. ADS cannon destroyed. So, wieder hier koppeln. Wieso kann ich hier nicht mehr? Es muss hier doch noch irgendwo eine geben. Hä? Hä?
Ich hab doch gedrückt! Okay, das habe ich nicht verstanden. Ich muss irgendwas anderes anscheinend noch machen. Hey, das ist mein Spruch. Nein, das ist auch meiner. Das ist auch meiner. Ach, schade, schade, schade. So, vielleicht gehe ich aber erstmal hier rüber. Okay, das klappt so nicht. Das war... Okay, vielleicht sollte ich doch besser die andere Reihenfolge machen. Geh weg! Das gibt's doch nicht. Okay, was muss ich machen? Muss ich dann einfach draufschießen danach? Ohne die Kanone. Das wäre aber auch sehr, sehr komisch irgendwie. Hm.
Okay, vielleicht sollten wir mal gucken. Ob wir noch was an Leben zurückbekommen. Also es hapert wirklich nur daran, denke ich mal zum Schluss, dass ich im letzten Moment nicht weiß, was ich da machen soll. Das ist so mein einziges Problem, denke ich. Und dass ich halt zu wenig gucken kann. Wo nehmen wir das mal mit? Ja, kaufen wir nochmal. So. Ich hatte halt gedacht, wenn ich dann, also dass ich dann diese Dinger da drauf schießen muss, also die Pots, die da, diese orangenen Dinger, die da rumgeworfen werden. Aber diese Minen, die da in der dritten Phase kommen, also nach dem dritten Mal, die sind ja super nervig. Die sind ja richtig blöd. Okay, neuer Versuch. Entering zero gravity. So. Gerade mal Sauerstoff, okay. Manual targeting enabled. Genau, die Minen verderben es mir auch. Ich verstehe halt auch nicht, was man gegen die Minen machen kann. Weil anscheinend kann man die auch nicht kaputt schießen. Also die Minen sind meh. Manual targeting enabled. Nein, ja. Warning, ADS cannon destroyed. Okay. Es ist so schön zu fliegen, wo ich ja Fliegen so gern hab. Okay, der macht die Minen auch ein bisschen weg. Targeting enabled.
destroyed. Loaded and ready to go. Rein. Exiting zero gravity. Uff. Exiting vacuum. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Plasma-Cutter da wirklich hätte draufschießen müssen, aber es hat funktioniert, das ist die Hauptsache. Und ich denke, das lief gar nicht mal so schlecht. Ich meine, ich habe halt nicht realisiert, dass du... muss man draufschießen oder langt man so ein Pott tatsächlich auf das Ding drauf wirft? Das ist halt die Frage, ne? Ja doch, mit irgendwas halt, okay. Also hat es dann schon geholfen, dass ich mit dem Plasma-Cutter draufgeschossen habe. Hat halt ein bisschen Munition verschwendet, aber okay. Ist halt so. Was? Achso, wir müssen runter. So. Aber der ist nicht ohne, finde ich, dieser Kampf. Also ich kann es vollkommen verstehen, dass du da ein bisschen Schiss davor hast bei dem No-Death-Ding. Weil ich finde wirklich, die Minen sind das Hauptproblem. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ja jetzt dann zum Schluss wirklich so wie am Anfang mittlere rechts. Und wenn du von rechts nach links rüber gehst, dann kommt ja immer der Arm und wischt einmal durch. Und ich habe das Gefühl, dass wenn dieser Arm durchwischt, der nimmt extrem viele von diesen Minen mit. Das bedeutet, wenn man am Anfang sich so ein bisschen einen Platz freigekämpft hat und dann einfach diesen Arm provozieren, dass der Arm diese Minen wegräumt auf dem Weg. Vielleicht funktioniert es damit gut. Aber da gibt es wahrscheinlich viel bessere Tipps als meinen. Daniels on the USG Ishimura. Do not open the escape pod. Repeat, do not open that escape pod. Do you read? Zu spät. Too late. The Valor! It's heading right for you! Brace yourself! Nicole. Collision imminent. Okay. Daniels, what happened? Something shook the whole crew deck. What hit us? An asteroid? Those things got onto the Valor, a rescue ship. They found your escape pod. And the one that used to be Chen, it... God damn it! The Valor's scrap. By the time another ship hears the SOS beacon, we'll all be dead. No, that's what I was telling you. I found an executive shuttle on the crew deck, intact. And the log says that shuttle's missing its singularity core. It can't get us home. Wait, maybe it can. If the Valor's singularity core is okay, I could salvage it. Install it on that shuttle, we're fucking out of here. Where's the Valor now? It's near comms. Keep us stable. Isaac, I'll grab a suit and EVA onto the Valor. Meet me there. We'll find that core together. Let CEC clean up their own mess. I'm saving what I can. Möglich wollte, wahrscheinlich ohnehin noch einmal einen dritten Durchgang machen. Da werde ich dann einfach einen Save davor behalten, dann kann ich den noch ein wenig üben. Also, so würde ich es wahrscheinlich probieren. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich gut ist. Weil ich hatte das Gefühl gehabt, jetzt bei dem letzten Lauf hat das ganz gut so funktioniert. So, wo sind wir jetzt hin? Da. Da ist die Valor, okay. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen anders tatsächlich als im Original. Zumindest dieser Übergang.
Ich glaube, die Sache mit dem Singularity Core ist ähnlich. Was haben wir da? Ach, das ist die Dings, okay. Isaac, I'm on board. The Valor's trashed, but I can make it to the bridge. The hell was that? Ja. Das wird jetzt nie schön. Exiting zero gravity. Ich... Dead on Arrival, ja. Wir haben noch, glaube ich, 3 Kapitel vor uns. Oder 4. Ich habe im Original gar nie richtig begriffen, dass es da auf ein anderes Schiff geht. Echt? Okay, das war mir bewusst. Das fand ich nämlich ziemlich cool damals. Und das ist nicht schön, weil das Ding ist, ich weiß nicht mehr genau die Begründung, aber hier gibt es, hier dreht irgendein Stasis-Ding durch und macht Dinge mit den Necromorphs. Und deswegen werden wir ganz, ganz eklige Necromorphs erleben, die unfassbar schnell sind. Ich war jung und dumm. Nein. Die sind so unfassbar schnell. Ich bin gespannt, wie schnell die hier sind. Isaac, we have a problem. The Valor's carrying a 12 megaton warhead. The crash hit the torpedo bay hard. I need you to handle that nuke right away, before something sets it off. Handle 12 megatons? You know I'm not a nuclear engineer, right? I don't need you to be. Just stabilize the warhead and eject it away from the Ishimura. Christ damn it. No one trained you to carve up monsters with a plasma cutter either. You haven't let us down yet. Komme ich da eigentlich jetzt durch? Ja. Die sind so unfassbar schnell. Die Begründung ist, die Soldaten haben Stase-Einheiten. Deshalb, okay. Frage mich nur ständig, ob wirklich keiner der Mechaniker etc. nicht auch eine Stase-Einheit bei sich trug. Ich dachte, da wäre irgendwas schiefgegangen. Das hätte ich nämlich auch ganz cool gefunden, dass irgendwas explodiert ist, weil eigentlich ergibt es ja sonst nicht so viel Sinn. Weil es ja eher wirkt, als ob die außerhalb der Phase sind, die Viecher. Na, ist hier noch irgendwo was? Ja, okay, da gehen wir nicht lang. Oh Gott. Sicher ist sicher. Wo ist denn jetzt hier mein... Okay, das ist anscheinend weg. Ist ja blöd. The twitches are the result of the necromorph infection converting the corpses of people who are equipped with built-in stasis modules such as soldiers, security personnel or special division scientists. Aber die müssten ja eigentlich Isaac immer treffen, damit das dann wie bei ihm entsprechend ist.
Ne, du weißt ja nicht, was die Infektion... Ja, das stimmt schon. The soldiers must have had stasis units on their armor. When they were turned, those units merged right into their bodies. Changed them. They're fucking fast, Isaac. Stay sharp. Ach. Da sonst noch irgendwas? Nee. So. Schade. Und guten Abend, Wassertropferl. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen beim Dead Space Remake. Hab eben auch das Remake angefangen, das ist ja viel gruseliger als vor 15 Jahren das Original. Da war ich früher 16. Bin ich heute zu sensibel? Nein. Nein, das geht. Also ganz ehrlich, also ich war ja sehr skeptisch zum Remake, weil Dead Space, das Original, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele gewesen. Ich weiß nur, als ich das erste Mal gespielt habe, wahrscheinlich ging es mir da genauso wie dir, wobei ich ein bisschen älter war. Ich glaube ganz, ich habe das mit 30 gespielt oder so, weil ich bin ja ein bisschen älter. Aber ich konnte das Original teilweise nur 15 bis 20 Minuten am Stück spielen, weil ich das so dicht von der Atmosphäre her finde. Und sie haben die Atmosphäre hier perfekt umgesetzt. Also es gibt ein paar Sachen, die ich zu kritisieren habe am Remake, aber das Remake ist ansonsten, also atmosphäretechnisch habe ich nichts zu bemängeln, storytechnisch auch nicht, Charaktere super, alles, die Atmosphäre ist wirklich gut und ich glaube ganz, was eines der Hauptdinger ist, warum das hier nochmal so ein Ticken gruseliger fast ist, ist nicht nur, weil es besser aussieht, die spielen halt so viel mehr mit dem Licht, also mit Licht und Schatten und so weiter und so fort und es wirkt alles größer. Ich finde, das Alte, also das hat mir halt sehr gut gefallen, das Alte war so ein bisschen wie eine Geisterbahnfahrt. Du hast halt sehr viel Schlauchsysteme gehabt, auch wenn sie es nicht so direkt angefühlt hat, aber es war schon eher eine Geisterbahnfahrt eigentlich. Und das Neue fühlt sich viel gigantischer an, weil du halt jederzeit überall hin kannst und auch, weil sie halt das mit dem Fliegen ganz anders gemacht haben. Also keine Sorge, ich habe auch so viel Schiss. Also die können die anderen hier versichern, dass ich manchmal mich lieber mit dem Chat beschäftige, weil ich so viel Schiss habe, weiterzumachen. Und das, was halt Dead Space schon immer hervorragend gemacht hat, also auch das Original schon, weswegen ich jetzt das Original so liebe, das Original hat immer sehr mit den Erwartungen gespielt. Also das Original war ein Meister darin, die Genre-Konventionen zu nehmen, so zu tun, als ob es gleich einen Jumpscare macht, aber dich ins Leere laufen zu lassen und dann, kurz danach, wenn du nicht mehr damit rechnest, dann den Jumpscare zu machen. Also bedeutet, ich glaube ganz, wenn man sich ein bisschen mit dem Genre auskennt, Space Horror sehr mag, sich gut damit auskennt, dann trifft dieses Spiel einen noch viel, viel härter, als wenn man da ganz unbefangen reingeht, denke ich. Geräusch ins 3D und die Atmosphäre killt mich halt einfach. Oh ja, oh ja. Ich gebe auch zu, ich bin froh, dass ich das hier im Stream mache mit dem Chat und so. Weil ich glaube ganz, ansonsten würde ich nicht so lange am Stück spielen. Also ich merke das. Ich habe das jetzt die letzten Samstage immer wieder 3-4 Stunden am Stück gespielt. Und ich bin danach fertig. Also 3-4 Stunden Dead Space Remake am Stück ist hart. Also... es ist unglaublich, aber es ist richtig gut. Hab vorhin nach 21 Minuten ausgemacht, weil ich 300 Prozent, kann ich verstehen. Das Ding ist ja, man muss sich ja nicht durchprügeln. Es ist ja, man soll es einfach genießen, die Atmosphäre, weil es sieht so unfassbar gut aus. Ich habe vorhin wieder geschwärmt, da gibt es diesen einen großen Raum, wo man außen die ganzen Asteroiden sieht, wo dann auch der erste Brute einen angreift. Den kennst du wahrscheinlich noch aus dem Original. Und der sieht so gut aus einfach. Das sieht alles so gut aus. Die Lichteffekte, die Schatten, alles gut. Das liegt nicht am Spiel, sondern am Alter. Nee, ich glaube nicht, dass das am Alter liegt. Es ist aber unfassbar gut. Also freu dich drauf. Es ist wirklich... also meiner Ansicht nach haben sie wirklich sehr, sehr viele Stellen, die im Original
nicht so gut fanden. Das Original ist meiner Ansicht nach ein extrem gutes Spiel. Und sie haben es tatsächlich geschafft, dieses extrem gute Spiel an den schlechten Stellen zu verbessern. Es gibt ein paar Kritikpunkte, die ich habe im Gegensatz zum Original, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Da war am Anfang halt plötzlich ein neuer Gang geradeaus und da bin ich hin, weil da ja Loot sein könnte, plötzlich neue... Ja, es ist halt vollkommen neu alles. Sie spielen ganz neu mit den Sachen. Es ist wirklich gelungen. So, Textlog, mal wieder was Schönes lesen. Eyes only, priority black. Commander F. Cadigan, Operation White Light, Theater, Aegis System, CEC, Vessel, UC, USG, Ishimura, in Breach of Earth Government Isolation Order. Believed to have recovered Marker 3A. Okay, die wussten, dass der Marker das... Also das ist auch noch ein Ding, die haben die Hintergrundgeschichte teilweise angepasst. Also Isaac, muss man ein bisschen drauf achten, Isaacs Hintergrund ist angepasst worden und ich finde das sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, wo es damit hingehen, wenn sie den zweiten Teil auch noch als Remake machen. Also ich hoffe jedenfalls, dass sie es machen. Hier der Unterschied zu Resident Evil 4 Remake. Schlechte Stellen wurden verbessert, gute beibehalten oder sogar verbessert. Resident Evil streicht teilweise gute Stellen oder verschlechtert sie. Das ist schade. Das ist wirklich schade, Sweepy. Das ist wirklich schade. Special Ops Advisory follows. Exercise extreme caution. If Marker 3A has been recovered on board, infection is a credible threat. Operational orders. Shock point to Aegis system. Move to position out of locus scope range and await signal from Ishimura to confirm. The objective. If infection is not... Die wussten also von der Infektion, spannend. Das Ding ist, ich mochte ja tatsächlich alle drei Teile. Also als dann das Dead Space Franchise mehr oder weniger eingestellt wurde, war ich sehr, sehr traurig, weil mir hat sogar der dritte Teil gefallen. Er war natürlich anders, aber ich mochte sehr, was sie storytechnisch mit dem dritten Teil gemacht haben. Und der DLC hat mir ungeheuer gut gefallen, wo sie da hingegangen sind. Und die Stelle, an der dritte Teil aufgehört hat, den fand ich ungeheuer stark. Das hätte ich so gern gesehen. Deswegen meine Hoffnung ist, dass das tatsächlich jetzt das Franchise wiederbelebt und wir endlich die Geschichte weitererleben. Vielleicht wird es auch eine neue Geschichte, mal schauen. Aber ich würde gerne wissen, wo es weitergeht. Ich fand den dritten Teil nämlich auch gut. Also die ersten zwei Teile sind schon besser, aber der dritte Teil hatte auch sehr, sehr viel Gutes. Wenn man mal das ganze Crafting und die Monetarisierung da abzieht. Also es ist immer noch ein gutes Remake, aber nicht annähernd so gut wie Resident Evil 2 oder Dead Space. Meiner Meinung nach übrigens das absolut lustigste am Resident Evil 4 Remake. Dem Bürgermeister haben sie einen Hut spendiert und dem Schlossherren den Hut geklaut. Warum auch immer. Vielleicht ist es ein Insider. Und ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, Wassertropfen. Die haben die Waffen auch geändert. Also die Waffen sind besser. Das bedeutet, die Waffen, also die alternativen Schusssachen, die machen jetzt sogar Sinn. Es gab zum Beispiel die Plasma Gun, diesen alternativen Schuss, den habe ich nie benutzt. Der alternative Schuss von der Plasma Gun hier ist wirklich gut. Es ist so gut. Das Upgrade-System. Es ist so befriedigend, endlich keinen leeren Stellen mehr im Upgrade-System zu haben. Also ich habe meine Problemchen mit dem Remake, aber im Großen und Ganzen so hervorragend. Einfach gut. Und ich genieße es. Ich verfluche es und ich genieße es gleichermaßen. Hatte immer nur den normalen Cutter und die Strahlenkanone benutzt früher. Ja, ich auch. Ich auch, bis ich dann... Ich habe im Stream ja nochmal einen Rerun gemacht damals. Und habe dann im Rerun den Ripper benutzt. Und seitdem benutze ich den Ripper total gerne. Weil der Ripper halt einfach eine super sparsame Waffe ist. Also den Ripper kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und hier diese Railgun. Die Railgun, die habe ich auch sehr, sehr gerne benutzt tatsächlich. Die ist auch überraschend gut. Ripper ist einfach... Und der Ripper macht halt einfach Spaß. Muss man halt einfach sagen. Wenn ich das jetzt hier rausnehme. Dann passiert das.
Okay, wenn ich die Batterie da rausnehme, passieren Dinge. Kann man gleichzeitig Stase verwenden? Wie meinst du gleichzeitig Stase verwenden? Also wenn... Gotta rip them all, ja. Das war etwas überraschend gerade, was da passiert ist. Da hatte ich jetzt nicht damit gerechnet. Eigentlich sind die also nicht schnell, sondern du langsam, genau. Sah eben aus, als hättest du sie gleichzeitig mit der Waffe benutzt. Naja, du kannst ja sowieso während... Also, das war tatsächlich nicht meine Stasis. Das ist die Stelle später, ich bin gerade in der Vela, also in einem anderen Schiff drüben, das irgendwann abstürzt. Und da sind die Necromorphs, die doch Stasis benutzen und selbst unfassbar schnell sind. Und ich glaube ganz, wenn du die Stasis-Einheit von denen zerstörst, wie zum Beispiel ich gerade mit dem Ripper, dann gehen die selbst in die Stasis. Dann explodiert das, glaube ich, entsprechend. Aber normalerweise kannst du natürlich ja immer die Stasis gleichzeitig mit der Waffe benutzen. War früher, glaube ich, nichts. Ich weiß es auch nicht. Also sie haben ein paar Sachen tatsächlich sehr geändert. Das war gruselig gerade. Nein, komm mit rein, mein spitzes Ding. Das siehst du richtig, Jamapi. Doch, ich glaube, das war auch so. Bin mir aber auch nicht mehr 100... Ich auch nicht. Okay. Ah, das ist raus. Ah, deswegen. Ja, jetzt verstehe ich. Okay, also wir hätten das so oder so machen müssen. So, mal gucken, ob wir speichern können, weil das war eigentlich gerade ziemlich gut, fand ich. Ich würde gern speichern. Darf ich? Ach so, hahaha. Das ist hinter dem... Ja, okay, dann halt nicht. Ja, da, was wird schon Schlimmes passieren? Nix, es wird alles gut gehen. Hier sind ja auch gar keine Viecher. Überhaupt nicht. Aber nee, das mit der Stasis war eben gerade, weil das halt diese Stasis-Necromorphs, diese Marines sind von der Vela. Ich bin so froh, wenn ich von diesem Schiff wieder unten bin. Ich glaube ganz, es ist noch nicht mal so schlimm. Oder auch. Mr. Clark? Hello? I must speak with you. Who is this? Dr. Terence Kine, the Ishimura's chief science officer. I studied the marker for the church. I'm done talking to unitologists. But the planet won't rest until the marker is returned. You can't leave. Watch me. Und das ist so schön, dass Isaac halt, ja, auch mal Kontra gibt. Ah, Speicherpunkt, sehr schön. Als ob es dir hilft, vom Schiff zu kommen. Ja. Das stimmt. Außerdem steht er doch drauf. Ich stehe total drauf. Also, ich finde ja auch, eine der stärksten Szenen im zweiten Teil ist, wenn man zurück auf die Ishimura geht. Die ist, glaube ich, gar nicht so heftig, aber ich habe jedes Mal Schiss. Ich glaube, das wird jetzt nicht gut. Okay, wo müssen wir hin? Ja, hier hin. Da ist einer. Ich glaube, ich sollte darauf hören,
was das Spiel sagt. Stelle funktioniert aber auch einfach so gut in Teil 2, weil sie dort das Tempo einfach anfangs extrem raus sind, definitiv. Sie vermitteln direkt die Stimmung aus Teil 1 wieder. Ja, ja. Und es ist halt wirklich dieser WTF-Moment, wo ich mir damals gedacht habe, ihr Wahnsinnigen. Das war halt schon ziemlich clever von mir gerade, muss man sagen. Okay, du kommst mal hier hin. Okay. Power required. Release warhead. Okay, wir machen es doch mal anders. Power required. Na, ja, okay, wir müssen, glaube ich. Okay. Ach, das ist jetzt. Hier irgendwo Batterie. Irgendwas übersehe ich. Ach, das hier hätten wir auch mit benutzen können, verdammt. Na gut. Ah, da. Okay, wir nehmen das mal hier mit und die nehmen wir mit, legen wir da schon mal hin. Ich habe Angst. Warhead has been ejected. Alerting bridge. Okay, the warhead's clear. Damn it, this doesn't add up. If the Valor was just on patrol, why bring a nuke? Mm-hmm. If they had a target, what's out here except us? Mm-hmm. Yeah, I know.
I'm downloading a munitions report right now. Ganz genau. Grab that singularity core and let's get out of here. Isaac hat das genau erfasst. Und wir haben ja auch schon dieses eine Log gefunden, in dem gesagt wurde, dass die tatsächlich sogar von der Infektion wussten. Und vom Marker. Geh mal schlafen, um das Remake zu verarbeiten. Viel Spaß euch noch. Danke, danke. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir ein hervorragendes Wochenende und einen noch viel besseren Start in die nächste Woche. Und ich wünsche dir natürlich viel, viel, viel Spaß mit dem Dead Space Remake, weil es ist wirklich ganz fantastisch geworden. Es ist super. Viel Spaß dir dabei. So. Okay, wir müssen da durch. Da hinten ist was. Mal gucken, wenn wir dahinter gehen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ihr blöden Mistviecher. Habe ich alle? Diese Mistviecher. Die sind so schlimm. Aber ich habe ja, wir haben ja letzte Woche haben wir ja Hunt gespielt anstelle von Dead Space, weil ich zu viel Schiss hatte, um ehrlich zu sein. Und ich habe gerade wieder so viel Spaß hier dran. Okay, wir haben ja noch hier eigentlich. Haben wir noch eine Stange. Oh, wir haben noch so eins. Okay, das lagern wir mal hier. Da vorne war doch... Ja, hier ist die Stange, genau. So, die Stange legen wir mal hier hin. Und da haben wir nochmal so ein Ding. So ein Ex. Oh, das hätte fast... wäre das schief gegangen. Und dann wäre das uns direkt vor der Nase explodiert. Das wäre sehr, sehr unschön gewesen. Uff, Gott, 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 Gott. Bin schon wieder so durch und wir haben erst 11.
Hier haben wir noch Explodiersachen. Okay, sehr schön. Okay, wir speichern ab. Ich hab so viel Spaß. Okay, okay, okay. Hier ist Loot drin. Shooting range online. Was? Caution. Live fire exercise. Das will ich doch gar nicht. Also, außer man achte auf deinen Stress. Ich finde das Spiel zum Zugucken übrigens gar nicht so toll, okay? Da ist noch einer! Disengaged. Error. Shooting range out of service. Please contact maintenance. Selbstschwingen kann ich mir gut vorstellen, aber es lebt halt von der eigenen Aufregung und die habe ich beim Zugucken natürlich nicht. Ja, aber das ist das Problem, das du generell bei Horrorspielen natürlich hast eigentlich. Was habe ich da? Oh Gott. Und außerdem, wenn tatsächlich es halt der Hauptmehrwert ist, dass mir zugucken, wie ich auf diese Sachen reagiere, der Spaß ist, dann ist ja alles genau richtig. Und die Grafik verändert sich ja kaum, was völlig okay ist, weil realistisch in der Situation. Also ich finde die schon sehr unterschiedlich tatsächlich. Also ich finde schon, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist und die unterschiedlichen Sachen, die hier abbildet. Uff. Also ich guck so Sachen tatsächlich sehr, sehr gerne zu. Also gerade Dead Space gucke ich immer wieder gerne Leuten zu. Wenn sie zumindest Spaß haben. Oh Gott.
Ich glaube, Callisto-Protokoll ist da zum Beispiel tatsächlich sehr viel weniger interessant für einen Stream. Deswegen, ich bin auch tatsächlich am Überlegen, ob ich Callisto-Protokoll überhaupt streamen soll. Oder ob ich das nicht einfach für mich spiele. Ja, ungefähr so, als würde ich dich durch ein 3 Hektar großes Gewächshaus führen. Für mich ist da alles sehr verschieden. Du würdest dich verlaufen, weil alles gleich ist. Ja, ja, wahrscheinlich. Das stimmt. Gott, 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 Gott. Ja, das ist ein Bein. Du musst das streamen, ich will das sehen. Echt? Oh, nee. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich so spannend zum Zugucken ist, das Callisto-Protokoll. Ich finde, da kann man schon mal jammern. Ach, wir gucken ja alles. Ich versuche ja trotzdem immer zu schauen, dass es einigermaßen interessant auch für euch ist. Das ist mir ja schon wichtig tatsächlich. Komm her! Ne, ist ja nicht so lang, find das schon okay. Okay. Das Ding ist ja, wenn die Sachen nicht spannend sind, dann sagt er mir ja das sehr schnell und das will ich ja vermeiden. Mr. Sweeney, du kannst es dir ja wünschen, dann spielt er es den Wunschabend lang. Und wenn wir da alle sagen, cool, spiel weiter, dann kann er es weiter streamen. Das stimmt, das stimmt. Also der Ripper gegen diese Viecher hier ist halt echt Gold wert. Chen's dead. You know that. I know my own fucking corporal. Chen, come in. Okay, das war knapp. Gut, dann nehmen wir das mit. Ripper verhindert Reaper. Quasi. Gott. Oh Mann. Aber ich glaube ganz, bevor ich Callisto-Protokoll spiele, würde ich, glaube ich, lieber Resident Evil 8 spielen. Ich glaube, da hätten alle mehr Spaß dran. War da hinten irgendwas? Nee, nicht wirklich. Da liegt nur so ein Explodier-Ding. Definitiv das bessere Spiel. Außerdem würde ich nach Dead Space nicht direkt Callisto. Nee. Definitiv nicht.
Kabum, kabum, kabum und guten Abend, Prophet. Willkommen im Samstag, willkommen im Wochenende, willkommen beim Dead Space Remake. Heute nicht auf der Ishimura, sondern auf der Welle, die an die Ishimura dran gekracht ist. Mit netten Leuten im Chat haben wir immer Spaß, auch beim letzten Spiel. Da hast du vollkommen recht, Jorinde, da hast du vollkommen recht. Wobei ich ja schon das ganz gern hab, dass alle Spaß haben und alles super ist und das Spiel gut ist und überhaupt. Hier kommt doch garantiert gleich was. Da kann man ja direkt das Van Gogh Souls-like spielen. Nein. Das geht nicht, Sweepy. Das schafft mein Rechner nicht. Möppel ich halt ein bisschen mit Geisterwuchs. Unknown biohazard detected. Lockdown initiated. Okay, wir haben nicht mehr viel Munition. Das war echt... Oh ja, es war... Nee, ich glaube, ein Spiel war es nicht. Genau, bleib mal da drin. Okay. Alles Geld für Punkte ausgegeben. Spiel des Jahres. Wieso alles Geld für Punkte ausgegeben? Das Jahrzehnt. Ja, das Van Gogh-Spiel, das war ganz, ganz groß. Ganz, ganz großer Mist. Also das war wirklich, das war nix. Wegen Muni... Naja, ich bin schon länger an keinem Shop vorbeigekommen und das ist hier echt aufreibend mit diesen superschnellen Necromorphs. Also ich mochte letztes Jahr am liebsten It Takes Two. Ja, das sah auch nett aus, das will ich ja tatsächlich noch mit meiner Frau spielen. Irgendwann mal. Aber ich will eigentlich zuerst Way Out mit ihr spielen, weil ich glaube ganz, das wird ihr besser gefallen vom Setting her. Und dann können wir uns mal It Takes Two angucken. Ja, ich glaube, It Takes Two war bei vielen Leuten ein Highlight.
Vor allen Dingen ein sehr überraschendes Highlight. Way Out kenne ich nicht. Das ist von denselben Machern. Auch ein Koop-Spiel. Ist halt ein älteres Spiel von denen. Ist auch nicht so lang wie It Takes Two. Soll aber auch sehr, sehr, sehr gut sein. Fand es auch witzig, weil Alex und ich gespielt haben, das war eher ungewöhnlich. Das stimmt, aber ich fand das sehr nett. Ich meine, ich habe ja nicht komplett mitgeguckt, weil ich mich ja auch nicht zu sehr spoilen lassen wollte, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall zuzuhören. Das war sehr schön. Müssen wir mal mit mir ein bisschen aufräumen, ich will dahinter. Oh, Way Out hat richtig gute Story. Echt? Ich habe gedacht, das wäre jetzt einfach nur vom Gameplay. Hey, interessant. Weil das Setting halt jetzt nicht so spannend gewirkt hat eigentlich. Also für mich. Ich würde gerne hier wieder runter. Ich würde gerne zu einem Speicherpunkt und ich würde gerne an einen Shop. Nach Brothers Tale of Two Sons haben die ja auch gemacht. Genau, ja. Ja. Wusste ich, Text 2 wird toll, aber dass es so toll wird, hätte ich. Ich glaube, das hat keiner erwartet damals. Ja, die Story ist normal. Fand ich jetzt nicht großartig speziell, hat aber gut funktioniert. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, ist halt witzig, wenn du ein Koop-Spiel mit jemandem spielst, dessen Spielmechaniken du gar nicht so recht einschätzen kannst. Immer diese Ansprüche. Ich will. Ja! Man muss halt auch ein bisschen fordern. Es war nicht nur ein Nuke. Sie kamen loaded für War, seek and destroy. Das war kein Patrol. Sie wussten über die Ishimura. Someone knew. Wir waren alle dead. From the moment we arrived. Ich will runter von der Welle. Ich will hier runter. Okay, hier ist schon mal ein Speicherpunkt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich glaube, ich zwinge Jammer mal zu Weaver hier. Ist das nicht auch eher so ein Walking Simulator? Mit Michel ging das gut. Da liegt was. Da liegt was. Ich sehe es doch genau. Ich sehe das doch. Da ist was. Muss man sich absprechen, was man sieht, und der jeweils andere muss dann so arbeiten, dass man weiterkommt. Oje, oje, oje. Das hat ja schon bei Alex und mir in Portal 2 so gut geklappt. Vela de Vil, if she doesn't care, you know evil thing will. Das klingt so, als ob ich das kennen sollte, aber kenne ich nicht. Langt das hier? Das ist halt hier jetzt so eine Sicherheit, ne? Und ich verkack's natürlich. Quäler kann ich schreiben. Okay, habe ich nicht gesehen. Oh, okay. Ach, war das hier die Sache im Original mit dem komischen... Ah, ich glaube, das war im Original auch eher nicht so doll. Das scheint jetzt hier aber besser zu sein.
Ihr habt 101 Dalmatiner nicht gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Den habe ich bisher eher gemieden. Irgendwie, der hat mich jetzt auch nicht so richtig interessiert. Tatsächlich. Es tut mir leid. Ich habe sehr viele Disney-Filme nicht gesehen und Disney ähnlich. Ja, ich auch nicht. Ich mag Disney ja durchaus im Normalfall. Kann man immer gucken eigentlich. Aber ich habe auch sehr, sehr viele nicht gesehen. Tatsächlich. Ich finde, der gehört bis heute zu den besten Disney-Filmen. Mag den sehr okay. Ich glaube, für mich wird er wahrscheinlich nicht so funktionieren. Versuche das zu vermeiden und gucke das nur, wenn meine Tochter sich das wünscht. Ja, ist doch aber auch schön. Ist auch ein guter Anlass. Haben wir hier sonst noch irgendwo... Aha. Viana ist schön. An dem hatte sogar ich Spaß. Der ist toll, aber ich habe nicht verstanden, warum die nicht den Titel auf Deutsch gelassen haben. Warum sie auf Deutsch den in Viana ändern mussten. Von Moana habe ich nicht verstanden. Du weißt es wirklich nicht? Nee. Löschschaum war Prey, oder? Ja, tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt wirkt, wenn man ihn heutzutage zuerst mal guckt, aber Cruella ist schon eine ganz schön, ganz finstere Bösewichtin. Als Kind habe ich da ganz schön um die Runde gebankt. Also ich finde da, ja, aber ich kann es ja nicht, ich kann da nicht mitreden, weil ich habe mir nicht gesehen. Dann kann ich halt nicht mitreden. Ach so? Das ist nur ein Secret hier? Was? Wegen einer, ich glaube, italienischen... Okay. Die hatten Schiss, dass man dann auf sie stößt oder so. Kein Plan. Eigentlich ziemlich dämlich. Ja, aber auf Englisch heißt der Film ja weiter so. Auf Englisch heißt er ja weiterhin so. Und ich glaube, ganz auf Englisch ist es sogar noch mal ein bisschen schwieriger. Wundert mich schon, was du für einen glitschigen Aufwand du da treibst. Ich dachte, da geht's weiter. Aber ganz ehrlich, da ist halt Not, ne? Das machen wir halt nochmal. Ist da noch irgendwas Spannendes? Komme ich da durch? Okay, für einen Note lohnt es sich natürlich definitiv. Jamma ist hoffnungslos, neugierig und stur. Grafikfehler. Wieso Grafikfehler? So funktioniert das also viel besser. Äh,
Es ist halt heiß, ne? Weil die Flammen nicht sichtbar sind. Doch, doch, aber ich glaube, die kommen da nicht ganz raus. So. Also es ist wohl folgendermaßen, es gibt einen Film namens Vajana, der sich um eine italienische okay dreht. Und da in Deutschland zwei Filme nicht den gleichen Namen haben dürfen. Okay. Ich meine Moana. Sorry, namens okay. Ich bin jetzt aber trotzdem so dezent verwirrt. Okay. So. Oh Gott. In Amerika ist es egal, da kannst du 100 Filme mit dem gleichen Namen haben. Das wusste ich sogar gar nicht. Spannend. Emil aus Lönneberger heißt bei uns ja auch Michel, okay? Wieso das? Was? Also Jorinde meint, Emil aus Lönneberger heißt bei uns Michel. Nein, anscheinend heißt er eigentlich Emil aus Lönneberger. Wegen Emil und die Detektive. Okay, wir müssen da hoch. Okay, wo? Gibt's hier irgendwo? Hätte ich da hinten? Muss ich da jetzt nochmal hin? Muss ich da echt jetzt nochmal hin? Nein! Ah, da muss ich hin! Ja, hervorragend. Das hat der gute Jammerpier mal wieder prima hinbekommen. Habe ich gar nicht drauf geachtet eben gerade. Ich bin da einfach so durchgegangen, todesmutig.
Nicht nett. Nicht nett, Spiel. Ich finde es interessant, dass in Deutschland aber wiederum erlaubt ist, Filme mit Titeln zu versehen, dass man denkt, das wären Nachfolgefilme zu anderen Filmen. Das stimmt. Obwohl sie das gar nicht sind. Bestes Beispiel Karate Tiger. Da gibt es in Deutschland unzählige Fortsetzungen, die eigentlich keine Fortsetzungen sind. Dutzende Django-Filme ebenso, die nichts mit Django zu tun haben. Ja. Deutsche Titel übersetzen sind in Filmen und Büchern gleich, dem ich definitiv, definitiv. Das ist ja immer schwierig. Ah, das hat eigentlich Irreführung. Man versucht, miese Filme als Fortsetzung zu verkaufen, damit die noch Abnehmer finden. Definitiv, definitiv. Genauso wie die ganzen Filme, die ja irgendwie auf andere Filme aufspringen wollen. Also nicht nur als Fortsetzung, sondern irgendwie so tun wollen, als ob sie die Filme sind. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber da gibt's ja ein paar. Carpe Jungulum, Latein oder auf Deutsch dann ruhig Blut, okay. Und tschüss. Ach, da ist jetzt hier wieder dieses Ding da. Ich würde ja zu gerne. Das da mitnehmen, aber na gut. Toll. Habe zum Beispiel Atlantic Rim mit einem Mecha auf der Höhle. An was das wohl angelehnt? Ist ein Vampirroman von Pratchett. Ah, okay, okay. Mit Pratchett kenne ich mich ja nicht so gut aus. Unknown biohazard detected. Lockdown initiated. Another malfunction. Half the Ishimura's in the red. Someone get the door open. Chen? Christ, what did that thing do to you? Help me get him to the Kelly. Shoot him. It's not Chen. Shoot him! What? Shoot him! Helmet! Chen? No. Helmet! You're a joke. Oh, God. Helmet! Helmet! Quarantine lockdown disengaged. Matt Ruff nicht und Pratchett nicht. Das stimmt nicht. Matt Ruff bin ich ja tatsächlich beim Fool and the Hill fast durch. Und wenn jetzt noch Neil Gaiman, nein, danke, sagst, bin ich raus. Nein, nein, nein. Neil Gaiman mag ich ja sogar ziemlich gerne. Okay, ich glaube, ich bin zu langsam. Warning. Primary systems failure. Evacuate immediately.
Aber ich meine, es ist ja vollkommen gut doch eigentlich, wenn es unterschiedliche Geschmäcker gibt und ich bin jetzt wirklich niemanden, der jetzt jemanden vorwirft, wenn er irgendwie ein Auto mag, den ich nicht mag oder so. Kommt natürlich auch ein bisschen auf ein Auto drauf an, aber ich finde Bradshaw und Matt Ruff ist vollkommen in Ordnung. Muss ja nicht jeder alles mögen. Warning. Primary systems failure. Evacuate immediately. Warning. Primary systems failure. Evacuate immediately. Warning. Primary systems failure. Evacuate immediately. Okay, wir müssen hier durch. Ist da hinten irgendwas? Nee. Okay, ich glaube, wir sollten hier raus. Raus! Uff, speichern. Andere so, oh Gott, das Schiff fliegt in die Luft. Weg hier, schau mal wie. Ach, spazieren wir mal gemütlich raus. Man will sich ja umgucken. Es ist wichtig. Menschen mögen ja tatsächlich viel. Echt? Also ich habe eher den Eindruck gehabt, dass ich da eher the odd one out bin, sozusagen. Exiting zero gravity.
End of Days. Das nächste Kapitel. Oh, wir haben erst 11:30. Aber eigentlich ist jetzt, glaube ich, eine gute Stelle hier. The Lord of the Land approaches. Und hallo, Timo. Willkommen im Samstag. Willkommen im Wochenende. Willkommen. Beim Dead Space Remake. Wo kam der denn her? Ist halt alles so duster, ne? Ah, jetzt ist hier Licht. Super. Dankeschön. Danke, Spiel. Und ich habe gesehen, du hast irgendein Star Trek-Spiel gespielt vorhin, oder? Was war denn das? Da habe ich noch gar nicht davon gehört. Ja, hätte ich auch gerne mal kurz reingeschaut, aber das war dann doch zu kurz vor meinem Stream. Ich habe mir heute deinen Kartoffel-Aim-Tag geklaut. Ich habe Star Trek Elite Force 2 gespielt. Was ist denn das? Ist das ein Shooter oder was? Ein Star Trek-Shooter? Und Kartoffel-Aim Unite. Oder besser gesagt, Kartoffel-Aim Represent. Das ist der zweite Star Trek-Shooter. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt Star Trek-Shooter gibt. Das ist ja schon ein bisschen ein komisches Konzept. Ein Star Trek-Shooter. Man sollte ja fast meinen, dass es eigentlich nicht so richtig passend zur IP ist. Ist es ein neueres Spiel? Also sind diese Star Trek-Shooter eher neueren Datums? Weil ich habe da wirklich noch nie von gehört. Ich kannte, was ich mal gespielt habe, waren so alte, quasi wie LucasArts-Spiele. So Adventures. Die waren richtig cool, fand ich. Die haben mir richtig gut Spaß gemacht. Ich glaube, die waren auf dem Amiga. Habe ich die, glaube ich, gespielt. Die waren richtig nett. Da geht die Tür zu. Star Trek Voyager Elite Force war der erste und dann kam entweder DS9 The Fallen oder Elite Force 2. Ich finde den ersten Teil von Elite Force besser, okay. Sagt mir gar nichts, aber bei Voyager bin ich sowieso raus. Ich meine, ich hoffe, ich sammle jetzt keine Minuspunkte bei dir, weil ich weiß ja, dass du großer Star Trek Fan bist. Und ich mag Star Trek auch. Kam 2003 raus. Okay, spannend, habe ich echt nie von gehört. Aber, ich bin ja quasi mit den Classics, Star Trek Classics, aufgewachsen. Mein Lieblings-Star Trek ist, glaube ich, ist und bleibt einfach Next Generation. Ich mochte auch noch Deep Space Nine ziemlich gerne. Aber Voyager hat mich so gar nicht überzeugt damals. Das fand ich sogar ziemlich langweilig und ja, hat mir nicht gefallen. Auch wenn alle gesagt haben, dass später so richtig gut wird, aber ich habe einfach nicht so lange durchgehalten. Bin da nicht böse, jeder hat seinen Geschmack. Genau, sehe ich ganz genauso. Das ist schön, dass du das auch so siehst. So, dann haben wir den fast hier aufgewertet. Wir machen den Ripper noch weiter, oder? Komm, wir nehmen hier einfach mal Ricochet und gucken mal, ob das irgendwie was bringt. Die Suit, ja, machen wir hier mal weiter. Ich liebe ja tatsächlich Next Generation. Und Next Generation hat ganz, ganz viele Schwächen, aber ich fühle mich ganz einfach bei Next Generation immer wohl. Also Next Generation Folgen sind im Normalfall Sachen, die ich immer wieder gucken kann. Und die, ja, bei denen ich mich einfach wohlfühle. Und das ist halt einfach schön. Kann zwar nahezu allen Iterationen aus Star Trek etwas abgewinnen, aber die neuen Serien sind für mich eher so meh. Ja, ich glaube, die neueren habe ich noch gar nicht gesehen. Ich will mal Discovery gucken, weil Discovery, nach dem, was ich bisher so gehört habe, dürfte mir gefallen. Könnte ich mir vorstellen.
Und ich mochte tatsächlich auch die erste Picard-Staffel. Die zweite habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wo gehe ich denn überhaupt lang? Ich gehe falsch lang. Das gehe ich. Dann spoilere ich natürlich auch nicht. Kein Problem, kein Problem. Okay, da hinten müssen wir lang. Uff, 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 uff. So, dann hätten wir hier mal wieder einen Shop endlich. Oh Gott. Das ist ganz schön lange her. Unser Inventar ist auch ganz schön voll. Wir haben lauter Plasma-Rounds. Hervorragend. Die können wir alle verkaufen zur Not. Was wir aber verkaufen können, sind die beiden Dinger hier. Und ich glaube, das können wir auch verkaufen. Da können wir Notes kaufen. Ist doch schön. Also ich glaube, zwei Notes gehen auf jeden Fall. Ja, also generell, ich mag halt Star Trek, aber was ich bei den neueren Serien nicht ganz so mag, ist... wie gesagt, Star Trek war für mich immer so ein bisschen eine Wohlfühlserie. Gerade weil ich finde, dass die alten Teile so eine erfrischende Naivität hatten. Das mochte ich immer sehr. Und das haben die neuen Serien halt nicht so ganz, leider. Das finde ich halt schade. Das ist das, wofür ich Star Trek immer so ein bisschen geschätzt habe. Diese optimistische Naivität. Weil, ich mag es auch gerne mal anders, aber, okay, wir machen das Ding jetzt voll hier. Aber ich finde, das ist tatsächlich die Nische von Star Trek, die mir so ein bisschen fehlt mit den neuen Serien. Bei den neuen Serien ist das nicht mehr ganz so. Auch wenn mir Picard Spaß gemacht hat, bei Picard... Ah! Was? Was macht ihr da? Oh Gott. Oh Gott. Ich gehe schlafen. Viel Spaß. Dann danke fürs Reinschauen, Jorin. Ich wünsche dir eine hervorragende gute Nacht und ein hervorragendes restliches Wochenende und noch einen viel besseren Start in die nächste Woche. Ach, jetzt weiß ich, woher deine Charaktereigenschaften kommen. Wie meinst du das? Wie meinst du das? So, Gott. Ja, diese gutgläubige Naivität, die du gerade erwähnt hast aus Star Trek. Achso, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die da daher kommt und vor allen Dingen so gut... Also sagen wir es so, ich wäre gerne so gutgläubig und hoffnungsvoll optimistisch wie Star Trek ist. Ich glaube ganz deswegen ist es auch so eine Wohlfühlserie für mich, weil Star Trek, zumindest die alten Folgen,
so ein Vibe haben, den ich gerne hätte einfach. Und den ich nicht mehr aufbringen kann. Leider. Uff. Und deswegen finde ich Star Trek halt wirklich eine Entspannung für mich einfach. Die ich immer wieder sehr gerne hab. Und die ist halt wirklich in Next Generation. Also Next Generation ist, glaube ich, so tatsächlich mein Ding größtenteils. Wobei ich ja eher tatsächlich der Babylon 5 Mensch bin als der Star Trek Mensch, aber Next Generation ist einfach, ich habe die hier auch über, also nicht überall, ich habe die hier tatsächlich und ich will auch endlich mal irgendwann einen Rerun machen. Ich habe mal früher, als die noch auf Sat.1 gelaufen sind, habe ich mir die immer auf VHS aufgenommen und hat die komplett als VHS gehabt. Oh Gott, das Spiel schafft mich gerade wieder. Wobei, will ich dahinter? Mal gucken, ob ich dahinter will. Hier ist ein Rick. Da wollte ich also hin, ohne dass ich es wusste. Ja, perfekt. Ist jetzt sonst noch irgendwas? Es ist so dunkel. Es ist so dunkel. Es sieht so fantastisch aus, aber es ist so dunkel. Es sieht so gut aus, ich kann nichts sehen. Genau, ganz genau. Aber es stimmt doch, oder, Sweepy? Stimmt sowas. Und es ist halt, es ist ein sehr, sehr starkes Paradoxon mit der Dunkelheit. Da ist doch einer. Ich hör's doch. Ich hör dich, Vieh. Okay, ja, wir haben eigentlich alles. Something is. If the marker's active, shit. The crew.
but the deck supervisor might have an override key. The last location I have for her is the gym. How long will it take to install the singularity core on that shuttle? Not long, if no one tries to stop me. Hurry! We can't leave the marker in their hands. Okay, wir können jetzt erstmal hier das freischalten, ne? Station now accessible. Thank you for your patience. Ich hätte gedacht, hier ist irgendwas. Haben wir jetzt die Unitology-Scheiße? Ja. Hervorragend. Ja, meine Damen, meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen, die Wahnsinn von der Unitology-Kirche. Das sind die, die den Marker ganz, ganz toll finden und Unsterblichkeit damit erlangen wollen, indem sie sich umbringen und dann wieder untot auferstehen. Die haben einen solchen Knall. Security card required. Ja, hier, das ist ein Symbol von denen. Ach komm, die haben doch einfach alle einen Knall. Wo kann ich mich anmelden? Sieht erfüllend aus. Sieht total erfüllend aus. Gott. Ich brauche einen kleinen Moment. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob tatsächlich, ob das nicht sogar eine gute Stelle wäre. Aber ich lese gerade nochmal nach, was der Timo da geschrieben hat. Kleinen Moment. Gott, ich... Oh. Oh, meine Finger. Meine Finger. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, ich war kurz weg. Ja, diese optimistische Naivität von TNG war schon sehr comforting. Ich habe diese Utopie sehr gemocht und wollte sehr gerne da leben. Insgeheim hoffte ich, dass wir uns als Menschheit dorthin entwickeln. Ja, ja, ich auch. Mit diesen Nein fing diese Utopie bereits an zu bröckeln. Definitiv. Und mit den neuen Serien ist sie nahezu völlig dahin. Genau, das ist auch mein persönliches Problem, was ich mit den neueren Serien habe, die ich... Also zumindest Picard mochte ich tatsächlich auch immer noch. Vor allen Dingen, weil, ganz ehrlich, ich finde Picard ist, obwohl es... Also ich habe ja nur die erste Staffel gesehen, aber ich finde tatsächlich, Picard ist so ein bisschen der, wenn Star Trek Next Generation von der Naivität auf die Realität trifft. Es ist desillusioniert. Aber es ist trotzdem noch der Versuch, diese Utopie zu leben. Und das ist was, was mich persönlich tatsächlich berührt hat, weil es ist wirklich schwierig, diese Naivität im Leben zu behalten, diesen Optimismus, wenn man mit so viel Mist konfrontiert wird einfach. Und das finde ich, dass Picard ziemlich gut einfängt. Deswegen mag ich Picard, obwohl Picard ja durchaus einige zwiespältige Meinungen bei der Zuschauerschaft hat. Aber ich finde, das macht Picard ziemlich gut. Aber ich mag Picard als Charakter halt auch einfach gerne und Patrick Stewart ist einfach... Also Patrick Stewart ist einfach hervorragend. Also, ja. Einige finden diese Abkehr von der Utopie feiernswert. Mir tut das einfach... Ja, es tut weh. Ich finde halt, deswegen, ich weiß nicht, wie die anderen Serien sind. Ich finde, bei Picard ist es halt richtig umgesetzt, weil es ist nicht nur einfach eine Abkehr und es ist nicht einfach nur gesagt, ah ja, funktioniert ja sowieso nicht, sondern es ist quasi der Versuch, das aufzuarbeiten. Und ich finde deswegen, dass Picard so noch diese Star Trek DNA hat, wenn du verstehst, was ich meine, halt ein bisschen desillusionierter, was ja auch mit Picard selbst, also mit dem Charakter passiert ist. Und, das mochte ich tatsächlich und ich bin mal gespannt. Ich glaube, Discovery will ich mir auf jeden Fall noch angucken, weil das hat, also nach dem, was ich bisher gehört habe, das könnte mir gefallen. Die anderen weiß ich nicht, ob ich mir die wirklich angucken will.
Aber, ja. Ich muss auch mal gucken, wie jetzt die nächsten Picard-Staffeln so sind. Ich habe großes Vertrauen einfach in Patrick Stewart. Das muss ich halt sagen. Puh, will ich jetzt noch... Wir haben jetzt kurz vor 12. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal hier zum Shop. Und gucken uns den Raum nochmal an. Stimmt, Picards Versuch der Rettung Romulus, der von der Sternenflotte abgesagt wurde und der im Prinzip allein gelassen wird. Genau, also ich finde... Also deswegen, mich hat Picard mit den... Ich glaube ganz, das war die erste Folge oder eventuell die ersten zwei Folgen, weil du merkst, wie... Also, es gibt da diesen wunderbaren Dialog zwischen ihm und der Sternenflotte in diesem einen Zimmer da, wo Picard dahin geholt wird. Und du merkst quasi, im Prinzip, das war so schön Meta, fand ich, weil die Sternenflottenrepräsentantin, die ist total abgeklärt und, überhaupt nicht mehr naiv und optimistisch und gar nichts eigentlich. Sehr, sehr, ja, un-Star Trek im Prinzip. Und auf der anderen Seite hast du Picard, der nicht versteht, was passiert eigentlich und sagt, das können wir doch nicht machen und das ist nicht, wofür die Sternenflotte steht. Und das fand ich so stark. Also das hat mich direkt gecasht. Also Admiral Necher, ja, das kann sein, das kann tatsächlich sein. Und das war, ich fand das sehr intelligent. Und ich fand das sehr beeindruckend. Das hat mir ungeheuer gut gefallen und das hat für mich, also, ja, vielleicht war die restliche Staffel dann nicht mehr ganz so gut, aber allein dieser Anfang, den fand ich so ungeheuer stark, weil das fand ich, das war sehr, sehr starkes Star Trek-Ding, weil Star Trek muss nicht immer naiv und optimistisch sein, aber es muss das verarbeiten, finde ich. Also das hat mir sehr gut gefallen einfach. So, wir haben jetzt hier ein bisschen... Ein Krempel. Ja, wir haben halt nicht mehr so viele Plasma-Cutter-Munition, ne? Andererseits, eine Note ist halt auch nicht schlecht, ne? Shut the fuck up, Picard. Genau, ja, ja. Stimmt, das kam, glaube ich, auch. Da war ich raus. Das ist nicht mein Star Trek. Was ist da passiert? Echt? Also das hat auf dich einen ganz anderen Effekt gehabt. Weil mich hat es halt total eingefangen in dem Moment, weil ich halt so sehr mit Picard, mit dem Charakter halt mitgefiebert habe in dem Moment, weil ich gedacht habe, Picard steht halt für das, was Star Trek mal war. Und das andere, die Sternenflotte, ist im Prinzip das, was die neuen Serien sind. Und das war so ein bisschen dieser Dialog und ich fand das sehr, sehr intelligent einfach. Fand ich großartig. Ich glaube, wir machen an der Stelle hier Schluss eigentlich. Ja, ich habe Star Trek in Frage gestellt. Was passiert, was muss passiert sein, dass sich das alles so entwickelt? Ja, aber findest du nicht auch, dass es eigentlich doch extrem intelligent ist, weil die ganzen Serien im Prinzip in diese Richtung gegangen sind? Und Picard in der ersten oder zweiten Folge, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, nimmt dann quasi so eine Gegenüberstellung, wo du quasi metatechnisch gesehen, metaphilosophisch gesehen, die neuen Serien mit den alten Serien gegenüberstellst und da sogar eine Diskussion, ein Streitgespräch machst. Fand ich, also ich habe das sehr gefeiert. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr verstehe ich deinen Punkt. Also ich hätte gerne mehr davon gesehen. Also ich hätte es sehr gefeiert, wenn das tatsächlich das Hauptthema der Serie war, wäre. Aber das war es leider nicht. Das war das... Was ich Picard vorwerfe, weil wenn sie das zum Zentrum der Serie gemacht hätten, hätte ich das großartig gefunden. Vielleicht kommt es auch noch ein bisschen, aber ich, also allein dafür mochte ich die erste Staffel sehr. Aber ja, ich glaube ganz, wir haben hier den Unitology-Kult. Das geht jetzt hier End of Days, das nächste Chapter. Das wird jetzt nochmal richtig heftig mit den ganzen Suizidgefährdeten hier. Weiß gar nicht, ob die hier nochmal aufstehen. Geh nochmal sicher. Aber ich kann es vollkommen verstehen, wenn du das nicht mochtest, weil mir geht es ja tatsächlich genauso, dass ja Star Trek für mich... Ich will Star Trek naiv und optimistisch haben. Will ich wirklich. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es einen Dialog gibt. Also wenn es Probleme gibt im Paradies sozusagen.
es wäre halt schön, und das wäre halt für mich dann Star Trek, wenn das dann am Ende positiv, optimistisch und naiv aufgelöst wird. Auf irgendeine Weise. Und ich finde, dass Picard als Charakter durchaus sich dafür anbietet. Aber gut, jetzt haben wir hier einmal ein bisschen kurz hier die Leichen weggemacht, falls da diese komischen, anderen komischen, blöden Necromorph-Viecher dann doch nochmal irgendwann kommen. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Ich habe wahrscheinlich nicht alle erwischt, ich kenne das ja. Liebe solche Diskussionen über Star Trek. Danke. Ich mag sowas halt auch. Ich liebe sowas auch total gerne. Ich finde das nämlich. Also, deswegen, ich hoffe, das ist okay. Also, ich finde es auch total schade, dass ich eigentlich jetzt demnächst aufhören will mit dem Stream. Danke für die Bits, Timo. Ich finde halt. Kleinen Moment, ich warte noch gerade kurz. Danke dir auf jeden Fall für die Bits. Aber das ist, ich finde, das ist halt auch die Stärke von Star Trek. Und das ist das, warum ich auch Star Trek Next Generation so liebe. Weil Next Generation hat sowas halt häufig gemacht. Also sehr viel optimistischer halt. Weil da war natürlich halt noch der Default war das optimistisch-naive. Und das andere hat quasi immer versucht zu einzudringen in diese Welt. Und natürlich Next Generation hat das dann immer relativ naiv auch wieder abgeschüttelt. Und jetzt ist es quasi umgedreht. Und ich fände es halt schön, wenn es bei Picard es schaffen, da ein bisschen mehr Optimismus wieder reinzubringen. Aber ich muss mir die nächsten Staffeln halt angucken. Da bin ich leider nicht dazu gekommen. Ich bin sehr gespannt. Mir hat Picard durchaus gefallen. Liegt aber, glaube ich, auch an Patrick Stewart einfach, weil ich den halt sehr, sehr gerne mag. Gut. Aber ich glaube, für heute machen wir tatsächlich den Sack zu mit dieser wunderbaren Star Trek-Diskussion auch zum Abschluss. Ich fand die sehr, sehr schön. Mit dem Schauspiel auch. Wie kann man Patrick Stewart nicht mögen? Ich finde ja auch die Freundschaft zwischen ihm und Ian McKellen, die ist einfach so herzerwärmend. Ich mag das so gerne. Also, ich sehe so gerne die Bilder von ihm und Ian McKellen immer, wenn die sich treffen und was die für einen Spaß haben. Und ach, das sind einfach so tolle Menschen. Zweepi! Patrick Stewart ist nicht doof. Du willst mich nur trollen. Ist nicht nett. Nicht nett. So. Aber ich bin fertig, weil das war heute anstrengend. Wir haben den Leviathan nochmal erledigt. Wir sind auf die Vella. Wir sind wieder runter. Wir sind jetzt hier bei den blöden Unitology-Kultisten. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Die Unitology-Blödmänner, die, ja, musst dir ein bisschen die Euphorie nehmen. Ja, ja. Musst es ein bisschen Geisterfuchs spielen. Gib's zu, Sweepy. So, ich bedanke mich auf jeden Fall für euch. Ich bedanke mich auch für euch, dass ihr da seid, dass es euch gibt. Ich bedanke mich bei euch aber auch fürs Reinschauen, für die hervorragend. Also mir hat es total viel Spaß gemacht, die Diskussion über Star Trek jetzt zum Schluss. Und auch fürs Mitfiebern, fürs Kommentieren. Und nächsten Freitag wird es wahrscheinlich nochmal Hand geben. Ich weiß es nicht. Oder eventuell schiebe ich nochmal so einen kleinen Horror-Walking Simulator dazwischen. Irgendwas Kurzes muss ich mal schauen. Oder vielleicht Hand, je nachdem, wann der Patch kommt. Und nächsten Samstag geht's dann hier an dieser Stelle bei Dead Space, dem Remake, weiter. Und da werden wir der Unitology-Kirche ein wenig auf den Dates geben, weil die sind halt einfach doof. Die mag halt keiner, ne? Gut, dann wünsche ich euch ein hervorragendes Restwochenende. Ich wünsche euch einen hervorragenden Start in die nächste Woche und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche dann auch wieder einschaltet. Und ansonsten bis demnächst. Und wenn es nächste Woche nichts wird, auch nicht schlimm, ne? Also kein Stress. Ich würde mich nur freuen. Dann gute Nacht, bleibt gesund und sicher und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.